So. Stimmt, die Grunen sind jetzt alle wieder hier. Hätte ich ja fast vergessen. Hallo ihr. So. Wo waren das jetzt? Nee, hier geht's zum verlorenen Wald. Eine weiter oben war's. So. Oder war ich da schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Huh. Muss ich doch gerade mal gucken. So. Ab hier ist nichts weiter. Hätte mich auch gewundert. Jo. So, hier. Okay. So, dann schauen wir doch mal, ob wir die Steine jetzt hier wieder hergestellt kriegen. Mit der Hymne. Ja, okay. Er kommt dann wieder. Hm. Und da sollte ich auch raufspringen können. Jo. Aber da komme ich so bestimmt nicht rüber mit dem Fanghaken. Das dürfte zu weit entfernt sein. Ja, eindeutig. Okay, da brauche ich dann auch den Enterhaken für. Na gut, meinetwegen. Ist kein Problem. So, da habe ich an sich auch alles. Gut. Dann gehen wir jetzt hier einmal raus. So. Und dann muss ich gerade mal nachschauen. Die generell hier oder? Ne, die scheint nur nachts hier zu sein. Nochmal nachgucken. Ja, ist gerade nicht da. So, dann wollen wir doch einmal Nacht werden lassen. Und dann haben wir hier auch die Skulltula. Sehr schön. So. Gut. Haben wir das jetzt auch? Hier ist sonst nichts weiter. Okay. Hätte ja sein können. Man kann ja mal gucken. Aber nö. So. Dann gehen wir doch einfach mal in Kakariko vorbei. So. Ich glaube nämlich hier war auch noch irgendwo irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr wo und was. Genau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oder war hier als Erwachsenen-Link auch noch irgendwo eine goldene Skulltula? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mich jetzt auf meine Ohren verlassen. Ansonsten, das machen wir dann, bevor wir uns Ganondorf in den Weg stellen. Dass wir nochmal alle weiteren fehlenden Herzteile und so weiter einsammeln. So, wie jetzt? Echt? Nicht echt so weit oben? Ja, sieht so aus. Ach Mist. Na gut. Ja, ja. Stimmt runter, wenn du oben einschläfst. Dann versuch nicht einzuschlafen. Wäre jetzt so meine Idee. So. Na gut, dann komme ich dann noch nicht hoch. Noch nicht hoch. Gut. Dann machen wir uns halt jetzt auf den Weg zum nächsten Tempel. Und zwar ist das der von allen gehasste Wassertempel. Ich kenne ihn an sich noch sehr gut, aber ich möchte nicht ausschließen, dass ich nicht auch irgendwas vergesse. Weil es ist nun mal der Wassertempel, da vergisst man ganz gerne mal irgendwas. Naja. So, auf jeden Fall wollen wir einmal hier rüber.
Und auf zu den Zuras. So, los, beeil dich, Link. Lauf schneller. Soll ich dir erst die Hasenohren aufsetzen? So, das geht ja in dem Spiel hier noch nicht. Mist. Naja. So. Hey. Stimmt, da ist jetzt schon hier vorne der erste. Na? Yes, sehr schön. Noch ordentlich getroffen. Wunderbar. So, ist mir egal. Machen wir es so. Okay. Ich muss hier selber mal schauen, wo mich das Bohnenblatt jetzt hier hinbringt. Aha. Okay, ich würde sagen, dass ich hier abspringe. Kriege ich die eigentlich mit dem Fanghaken? Ich weiß es gerade gar nicht. Natürlich nicht. Also muss ich darüber springen. Na super. Der. Hier muss ich auch einmal rüber, bitte. Danke. So. Denn hier, dieser Stellenkreis ist nicht umsonst. Ist aber nur ein Feenbrunnen. Okay. Der ist mir egal. Feenbrunnen hin oder her. Was soll's. Okay. Ansonsten. Was finden wir hier? Wieder so ein Ding. Ja gut, da ist eh nichts. Da haben wir eh nichts. War zumindest bislang noch nie. Also, warum sollten Sie jetzt damit anfangen? Ey! Wie hoch könnt ihr springen, ihr Mistviecher? Wow. Moment. Da brauche ich jetzt mal Pfeil und Bogen. So. Nee. Da komme ich nicht hochgesprungen. Schade eigentlich. Aber naja. So. Dann wollen wir jetzt hier nochmal rüber. Ja, kommen wir natürlich nicht. Na gut. So. Mistviecher. So, da muss ich jetzt ganz genau drauf achten, wo ich abspringen muss, damit ich da rankomme. Aber hier ist auch sonst nichts weiter. Ah, ich muss von da oben runterspringen, wie es aussieht. Der Sprung wird aber verdammt knapp. Vor allem bei der Geschwindigkeit, mit der sich das Blatt hier bewegt. Ja. Okay. Ich muss aber wirklich darüber springen. Das hat man jetzt eindeutig gesehen. So. Gut, dann weiß ich jetzt aber zumindest in etwa, wo ich abspringe. Ach, verdammt. Ah, jetzt aber. Uiuiuiui, der Sprung ist knapp. Der ist echt knapp bemessen. Aber gut. Machen wir. Machen wir alles. So. Also nochmal. Jo. Jo. Dann geht's jetzt wieder zurück. So, und jetzt will ich hier rüber. Nein! Verdammt! Ich muss da oben rauf, weil dann treffe ich. Dann ist zumindest wahrscheinlicher, dass ich das Ding treffe. Super, ey. Das ist ganz toll. Naja. Nee,
Das will nicht. Ja, ja. Geh weg, du Mistviech. So. Auf jeden Fall habe ich es jetzt wieder geschafft, mich hier festzuhalten. Immerhin. Ist schon mal etwas. So, und noch ein Versuch. Ist aber echt heftig. Da braucht man echt Timing. So. Das war... Nee. Viel zu spät. Das war viel zu spät. So. Nochmal das Ganze. Däh. So. Und hier rüber. Und nächster Versuch. Mann. Es kann doch nicht so schwer sein. Doch ist es. Auf jeden Fall. Also das ist kein einfacher Sprung. Wer was anderes sagt, der lügt. Ja, also der Sprung will echt verdammt gut getimt sein. Und yes, sehr gut. Okay, und von hier sollte ich dann auch darüber gesprungen kommen. Hoffe ich. Ja, sehr gut. Geht doch. Okay. So. Wunderbar. Auch noch besiegt. Ey. Na, sagst du hier irgendwas zu den Baumstamm mit den Fröschen? Nein? Ist hier noch irgendwas? Spürst du das? Ein eisiger Wind weht vom Zora-Fluss herüber. Okay. Also kalt sieht sie eigentlich gar nicht aus. Naja. Aber wenn Navi das sagt, nicht wahr? Dann wird da schon nichts dran sein. Ach, stimmt ja. Da komme ich ja nicht hoch. So. Na gut. Dann jetzt hier weiter im Text. Und weiter hier durch. So. Okay. Dann wollen wir doch mal wieder durch den Wasserfall durch. So, vielen Dank fürs Durchlassen. Und weiter geht's. Okay, das hier sieht so ein bisschen eingefroren aus alles. Na gut. Nicht schön, aber... Na, wobei, eigentlich schön sieht es schon aus. Ist aber nicht allzu schön für die Bewohner. Egal. So. Wir sind ja da, um zu helfen. Oh. Das sieht nicht sehr angenehm aus. Wollen wir doch uns doch mal hinter ihm umschauen. Ob wir hier den Grund für die Verheißung ausfindig machen können. Lord Yabu scheint gestorben zu sein, weil der ist nicht mehr hier. Der ist erfroren oder sowas. So. Ich bin jetzt am Überlegen, wo ist was. Ich weiß, in einer Richtung war hier. Na, komm schon. Nee, magst dich ordentlich zurückreflektieren, na gut. So, geht doch. In einer Richtung war hier ein Mini-Dungeon. Ah ja, da sehe ich ein
Herzteil, okay. Dann ist das da die Richtung mit dem Herzteil. Gut. Ui, 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 ui. Okay. Bewegliche Eisschollen. Furchtbar. Wer macht sowas? Wer denkt sich sowas aus? So, da geht's nur zu der großen Fee, wo wir schon waren. Als Kind. Ah, Mann. Los. Danke. So. Hopp. Ach, die drehen sich jetzt auch noch. War wunderschön. So. Dann hier rüber. Wunderbar. Und hier lang. Sehr schön. Okay. So. Die Eishöhle. Ich mag die Musik hier drin verdammt gern. Ich finde die wunderschön. So, die Gegner hier hingegen sind nicht ganz so wunderschön. Die sind nervig wie sonst was. Vor allem, dieser Eisatem kann einen einfrieren. Und das macht Schaden ohne Ende. Und man kann sich halt eine Zeit lang nicht bewegen. So, gut. Damit hätten wir das. Ja. Das war dann auch alles. Okay. Also weiter im Text. So, hier wieder rutschiger Boden. Na, daran werden wir uns gewöhnen dürfen. Gewöhnen müssen, wie auch immer. So, da. Moment. Ist jetzt schon was mit dem Office Auge der Wahrheit? Nee. Dann komme ich da irgendwie anders ran. Ah, natürlich. Wenn ich von da oben abspringe. Okay. So. Da habe ich auch gerade eben schon eine goldene Skulptur gehört. Was mir natürlich sehr gefällt. Ah, wo? Da oben. Okay. So. Gut. Dann wollen wir die doch jetzt einmal vernichten. So. Sehr schön. Und dann möchten wir einmal durch die Tür, die wir gerade geöffnet haben. So. Okay. Hab das Viech noch schnell zerstört, weil es im Weg ist. So. Und dann hierhin, genau. Oh, die schlimmsten Fledermäuse, die es gibt. Eisfledermäuse. Weil, ja, wie man vermuten könnte, frieren die einen ein. Und das ist nicht ganz so schön. Also so gar nicht. Das ist blaues Feuer. Es wirkt übernatürlich. Aber vielleicht kannst du es ja für irgendetwas gebrauchen. Ja, das kann ich wohl. So, wir geben da auch mal den Käfer auf, weil nur mit einer Flasche arbeiten, das wird mir zu lange dauern. Also arbeiten wir hier mit zwei Flaschen. So. Blaues Feuer hingefangen. Es ist eine kalte Flamme. Benutze sie mit einer C-Taste. Jo. Und gleiches nochmal. Dankeschön. So. Ab. Okay.